Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir leckere Kekse oder wie wir sagen Guetzli, und zwar mit Urdinkelmehl. Es gibt gefüllte Vanilleherzen. Dazu brauche ich nicht viel. Ich brauche hier Sahne, 150 Gramm oder Rahm, sagen wir in der Schweiz, rein damit. Prise Salz. Und hier habe ich noch 230 Gramm Butter, 150 Gramm Hello Sweetie und 400 Gramm Urdinkel Weißmehl oder Urdinkel Halbweißmehl. Gleich rein in die Küchenmaschine. Das ist das Coole beim Urdinkelmehl, da kann ich immer das All-in-One-Verfahren machen, denn der Teig, das Mehl ist dann schön dehnbar, da es ein bisschen eine andere Glutenzusammensetzung hat als der Weizen, ist er schön dehnbar. Ihr wird mir nicht sehen, die Kekse zieht es nicht zusammen und kann alles auf einmal beigeben. Und was natürlich nicht fehlen darf, eine Vanilleschote. In der Mitte halbieren und dann auskratzen. Schaut ihr mal, wie viel Vanille das da rauskommt. Küchenmaschine schließen und auf kleiner Stufe zu einem Teig kneten. Hier ist ein schöner Teig entstanden. Wunderbar. Rausnehmen, auf eine Folie geben. Den Rest auch noch darauf klatschen. Flach drücken, einschlagen, damit er nicht austrocknet. Und dann mindestens für eine halbe Stunde kühl stellen. Rein damit und Pause machen. Der Teig ist durchgekühlt, den habe ich mir zum Kühlschrank rausgenommen. Hier fürs Video zeige ich einfach die Hälfte, sonst habe ich eine Massenproduktion. Aber dann seht ihr ja sicher, wie das Ganze funktioniert. Um das geht es ja hier. Brauche ich Urdinkel Halbweißmehl bei mir. Es geht natürlich auch Urdinkel Weißmehl auf den Tisch. Und dann beginne ich den Teig auszuwandern. Zwischendurch wieder so durchs Mehl ziehen und etwa auf 2 mm Dicke auswandern. Ihr habt jetzt eine perfekte Konsistenz, ist schön geschmeidig, aber trotzdem fest und stabil, klebt nicht. Dann den Teig einmal schön durchlockern. Wieder sicher gehen, dass der nicht klebt auf der Tischplatte. Und jetzt kannst du die Ausstecher nach Wahl nehmen, ob das Sterne sind, ob das Runde sind, ob das Auswerfer mit Auswurf sind. Ganz egal. Ich mache jetzt Herzen. Die steche ich mir jetzt aus und lege sie direkt aufs Backpapier. Bei den Herzen ist es wichtig, damit du Platz sparst, immer wieder umdrehen, dann hast du so wenig Teigresten wie möglich. Bei dieser Art von Gebäck, wie die Spitzbuben auch, brauchen wir ja einen Boden und einen Deckel. Darum nehme ich jetzt noch ein kleines Herz und steche das hier in der Mitte aus. Gut runterdrücken und rausziehen. Was du auch machen kannst, ist mit etwas Ei das Herz oben wieder ankleben. Falls dir das gut gefällt, ist eine weitere Möglichkeit. Der ganze Teig gibt etwa 70 Stück, das heißt dann fertige Herzen 35, natürlich je nach Größe des Ausstechers. Die werden jetzt direkt gebacken bei 170 Grad Ober-Unterhitze. Wir machen gleich die Glasur, hier ganz einfach nochmal eine Vanilleschote auskratzen, reinwerfen, 60 Gramm Milch und alles aufkochen. Dann die Vanilleschoten entfernen und die Flüssigkeit zu 250 Gramm Puderzucker geben. Alles durchmischen. Und dann entsteht eine wunderbare Glasur. Durchs Aufkochen der Vanilleschoten
kommen manchmal ein paar feine Teile von der Schote noch mit hier rein. Darum siebe ich mir das Ganze einmal ab. Hier aber aufpassen, nimm ein Sieb mit genügend großen Maschen, nicht dass die schöne Vanille gleich ausgesiebt wird. Wir wollen nur, du siehst jetzt gleich, was hängen bleibt. Wir wollen nur das Zeug von der Vanilleschote, das sich getrennt hat. Das wollen wir absieben. Unser Zeichen. Der Ofen klingelt nach 12 bis 13 Minuten bei mir. 170 Grad ist relativ wichtig. Lieber eine tiefe Temperatur, dafür ein paar Minuten länger backen, damit die schön knusprig werden. Und jetzt nehme ich hier ein zweites Kuchengitter, unten dran ein Backpapier. Hier die Glasur einmal aufrühren. Und dann nehme ich direkt die Deckel, gebe sie hier rein, ziehe sie ab und lege sie dahin zum Abtropfen. Schön runterdrücken, abziehen. Das musst du immer gleich heiß machen, sonst wird die Glasur nicht mehr schön fest. Super sehen die aus. Die Glasur reicht natürlich auch für den ganzen Teig. Da ich jetzt nur die Hälfte hergestellt habe, habe ich noch etwas zu viel. Und die Glasur ist bei den ersten schon wieder schön fest. Die glänzt jetzt schön. Die Vanille perfekt zu sehen. Tipptopp. Alle umdrehen. Dann fülle ich mir selbstgemachte Marmelade in einen Spritzbeutel, bei mir Aprikose. Dünn abschneiden, damit ich die Marmelade perfekt portionieren kann. Kann ich die hier schön verteilen. Durchs Umdrehen habe ich einfach einen schönen Abschluss und die Seite, die nicht so schön ist, sprich der Boden, der wird dann gefüllt. Und jetzt kann ich die Dinger nur noch zusammensetzen, hier oben drauf geben, leicht andrücken, dass die Marmelade hochkommt, hier rauf, leicht eindrücken. Klappt wunderbar auch mit Urdinkelmehl. Das Ganze verläuft nicht. Die sind schön knusprig. Mürbe sagen wir dazu. Gefüllt, oben glasiert. Wir haben einen schönen Glanz. Wir haben Vanille drin. Das ist das Ziel. Extrem mürbe. Das Ding verläuft gleich im Mund. Dann zusätzlich mit der fruchtigen Füllung. Oben dann der Vanillegeschmack. Mit Vanille kann man sowieso nicht viel falsch machen, wenn du mich fragst. Die Kekse hier, die sind problemlos in der Keksdose, 2 bis 3 Wochen haltbar. Man könnte die sogar auch noch einfrieren, das ist auch kein Problem. Gut abgepackt, über Monate haltbar. Dann ist natürlich dann Weihnachten irgendwann vorbei. Aber nur, dass du es weißt. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht. Schau unbedingt mal bei Urdinkel vorbei, unten in der Infobox verlinkt. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kommentar da lassen, wirst du diese Kekse nachbacken. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.